Einen schönen guten Tag von Palma de Mallorca. Am Flughafen von San Juan geht's heute mit dem Flugzeug nach Deutschland, und zwar nach Hamburg. Ich bin gekommen hier mit dem A11, mit dem Bus aus Richtung Pagera, sind gefahren über Santa Ponsa, Magaluf und Portalsnaus und sind letztendlich hier gelandet, nur mit ein paar Minuten Verzögerung. Ansonsten hat der Busfahrer das mal wieder super gemacht. Ich will mich hier erstmal ein bisschen orientieren durch die Leute hier durch. Es ist richtig viel los, eben auf der Zufahrtsstraße her, richtig viel Verkehr. Auch auf der Ringautobahn in Palma war viel Verkehr, Stop and Go teilweise. Wie gesagt, dennoch haben wir das pünktlich geschafft hierher. Ich wünsche ganz viel Spaß bei der Begleitung dieses Fluges nach Hamburg. Ja, auch heute freue ich mich, dass ihr auf Georges Kanal dabei seid. Wir sehen hier unten bei der Kofferaufgabe, da geht's noch, aber es gibt ja hier mehrere solche Ecken, wo man die Koffer aufgeben kann. Das ist dann immer nach Fluggesellschaften so ein bisschen gegliedert. Heute dauert es, jedenfalls ist das die Sollzeit, circa 6 bis 7 Minuten, bis ich durch die Sicherheitskontrolle bin. Wir werden gleich mal ein bisschen stoppen, ob das hinkommt. Ansonsten, ja, sieht das hier relativ voll aus. Mal gehe ich hier links, mal gehe ich rechts. Heute habe ich mich für links entschieden. Das ist dann auch immer Glückssache, dass auf einer Seite vielleicht ein bisschen weniger los ist als auf der anderen. Oh ja, ich werde gleich mal hier über die Wand schauen und dann sehen wir schon, wie viele Schlangen oder wie lang die Schlangen da sind. Aber die Zeit habe ich allemal, also keine Panik. Muss auch hier nicht die Fastlane nehmen, die kostet extra. Ja, ich guck da mal rüber. Nach rechts ist alles okay. Also es ist sehr voll, aber ja, nichts, wovor man Angst haben müsste. Jo, also ich habe sogar noch weniger Zeit gebraucht. Alles hier in meinen Boxen hier verstaut und jetzt wieder ausgepackt. Es sind exakt 5 Minuten, die ich hier zugebracht habe. Super Zeit, ganz nette Angestellte, freundlich. Ich wurde einmal kurz gefilzt, weil die Lampe rot zeigte. Also man kam mit so einem Streifen an, hat meine Hände einmal abgestriffen und diesen Gürtelbereich. Und ja, tut nicht weh, kostet nicht viel Zeit. Das waren 20, 30 Sekunden vielleicht. Alles easy. Hier schnell durch, ich brauche hier nichts, brauche keine Flaschen und keine Tabakwaren. Ist wirklich, wirklich viel los hier. Heute über 900 Starts und Landungen hier auf dem Flughafen. Und das wird wohl noch eine Weile so gehen. Mallorca ist richtig ausgebucht zurzeit, das ist ausgebucht, richtig gut gebucht, so wollte ich sagen. Und das geht noch eine Weile so weiter. Jetzt stehen ja schon bald wieder die Herbstferien ins Haus. Da sind die Flüge natürlich besonders teuer, dieser Flug hier hin und zurück. Ja, hat auch ein bisschen mehr gekostet als sonst. Also als im letzten Jahr, wenn ich den Vergleichszeitraum nehme, habe ich tatsächlich das Doppelte gezahlt. Nun ist es so, hilft kein Lamentieren. Davon wird es auch nicht günstiger. Müssen wir da heute einigermaßen durch. Ich muss allerdings dazu sagen, vor einem Jahr bin ich mit Ryanair geflogen, hatte eine andere Zeit, eine frühere. Jetzt geht es heute mit Eurowings und es geht etwas später gegen Mittag los. Eigentlich gut, wenn alles pünktlich abgeht hier, womit ich gar nicht so rechne, muss ich ehrlich sagen. Dann bin ich aber froh, dass ich irgendwie am frühen Nachmittag in Hamburg lande.
ein schöner Laden mit Süßigkeiten hier. Für mich nur anschauen, nicht anfassen. Ja, wir sehen hier überall viel Menschen. Das wird gleich, ich gehe jetzt rechts raus, gleich auf den Flügel. Da suche ich mir ein ruhiges Plätzchen. Da wird es ein bisschen besser. Hoffe ich jedenfalls. Ein bisschen weniger, wo man vielleicht mal eine ruhige Ecke findet. Hier steht auch der heißgeliebte Flügel, der so oft hier große Anerkennung findet, indem sich hier einige ransetzen und ein bisschen was Schönes spielen. Heute nicht. So sieht das Ding aus. Sonst kann ich es ja mal schlecht zeigen, wenn da jemand sitzt und spielt. Wer es kann, ja, schöne Sache. Weg hierher habe ich meine Wasserflasche ausgetrunken und die muss ich jetzt hier mal eben befüllen. Hier geht das. So, fertig. Und zwar, ja, schmeiße ich die dann nicht weg, die Wasserflasche. Die trinke ich immer, wie gesagt, auf der Busfahrt hierher dann aus. Und die leere Flasche behalte ich dann im Handgepäck und fülle sie hier wieder auf. Das mache ich jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ja, genau. Seitdem ich eigentlich, man kann sagen, seitdem ich mit dem Bus zum Flughafen fahre und nicht mehr mit dem PKW, seitdem mache ich das. Das Wetter sieht heute eigentlich ganz gut aus. Eben hatte ich einiges so an blauem Himmel. Das sieht hier ein bisschen böser aus, als es in Wirklichkeit ist. Nachdem ich jetzt hier eine Weile gewartet habe, da kommt mein Flugzeug. Das kommt jetzt aus Hamburg und wird uns alle dann wieder zurückbringen nach Hamburg. Ich meine Zeit verbracht, Handys nochmal geladen, bisschen gelesen, war ganz gut. Schöne ruhige Ecke hier.
Ja, heute war meine Zeit wirklich sehr knapp. Es waren keine 2 Stunden vom Eintreffen hier auf dem San Juan Flughafen bis jetzt zum regulären Abflug. Aber wie gesagt, man weiß ja nicht, ob sich das Ganze noch verspätet. Adios Mallorca. So, ich sitze und wir haben gerade erfahren, dass wir uns verspäten. Wie lange, wissen wir nicht. Mittlerweile ist schon eine gute Stunde vergangen und so lange sitzen wir hier schon. Also wir sind jetzt 1 Stunde zu spät schon und wissen noch nicht, wann wir abfliegen können. Ich habe einen guten Platz hier am Fenster. Kann ein bisschen dösen. Genügend Beinfreiheit habe ich auch. Es ist eine A319. Also ein Airbus. So, jetzt geht's endlich los. Mit 2 Stunden Verzögerung, weil der Luftraum nicht freigegeben war. Ein Wahnsinn. 2 Stunden. Der Herr, der war eben richtig freundlich. Das ist der, der uns hier rausgewiesen hat. Der andere hat uns rausgefahren mit dem Mobil da. Und dann hat er freundlich nochmal gewunken, verabschiedet. Richtig, richtig netter Mitarbeiter. So, wir starten Richtung Meer, Richtung Süden. Also hier sehen wir das so ein bisschen, es ist viel freundlicher, als es so auf den ersten Blick aussieht auf Mallorca. Die Sonne kommt trotz Sonne-Wolken-Mix immer ganz gut durch.
das oder eins der Gewerbegebiete von Palma und da hinten die Stadt Palma und im Hintergrund das Tramuntana-Gebirge, was sich hier entlang zieht. Und hier kommt die Playa de Palma ins Bild und hinten der Hafen, unter uns Campastilla, da hinten Portijol. Vorbei am ganzen Paseo vorbei. Eine Strecke, die ich so oft fahre, die zurzeit ja so kompliziert ist, weil dort immer noch gebaut wird. Ich habe übrigens vor, noch ein bis zwei Videos zu bringen. Ich war noch unterwegs und habe gefilmt, habe es nicht mehr vorher geschafft, sie online zu bringen. Das versuche ich jetzt in Kürze zu tun, so dass bloß keine Langeweile aufkommt und wir die Sehnsucht im Keim ersticken können. Ja, wir fliegen jetzt raus Richtung Südwesten und dann machen wir bestimmt einen Bogen. Eine Linkskurve. Sind wir vorbei an Cala Mayor, jetzt kommt Porta Snaus, dann geht es weiter Richtung Palma Nova, jetzt drehen wir nämlich ab, Magaluf, da hinten das Tramuntana-Gebirge, hier können wir nochmal durchgucken, Magaluf, viele kleine schöne Buchten. Dann kommt gleich die Dreifingerbucht. Da hinten, guck mal da, Santa Ponsa und dahinter Pagera. Schöne Aussicht. So, das war's jetzt. Jetzt sind wir so ziemlich in den Wolken, können nicht mehr ganz so viel sehen. Das war aber ein schöner Ausblick noch. So ein bisschen hatte ich das Triebwerk im Weg. Und ja, wir haben wirklich 2 Stunden Verspätung, 2 Stunden hier rumsitzen. Es gab aber keine Möglichkeit. Der Pilot hat uns dann immer ein bisschen vertröstet und hat uns informiert. Aber tja, es gab keine Chance. Und es war natürlich ziemlich nervig, weil alle dann wieder aufgestanden sind, hin und her gelaufen, haben die WC-Räume aufgesucht und ja, das war etwas anstrengend.
über den Wolken. Ansonsten sehen wir immer so mal so ein bisschen Land oder haben wir gesehen. Und jetzt sind wir in Norddeutschland, wir sind im Landeanflug Richtung Schleswig-Holstein. Wir fliegen praktisch auf der rechten Seite im Osten an Hamburg vorbei. Jetzt sehen wir Schleswig-Holstein. Wir sind über die Elbe geflogen, wie gesagt, östlich von Hamburg, über Gestacht, wem das was sagt. Das ist eine große Elbschleuse, die Elbe trägt im Moment ein bisschen mehr Wasser. Da kam ja einiges runter oder kommt immer noch einiges runter aus Osteuropa. Hamburg macht das gar nichts aus, hier ist die Elbe so breit, sodass da gar nichts passieren kann. Es gibt ja sowieso Ebbe und Flut bis Hamburg, macht sich das bemerkbar, aber darüber hinaus so oberhalb von Gestacht hinter der Schleuse merkt man davon gar nichts mehr. Ja, jetzt fliegen wir auch wieder durch die Wolken. In Hamburg hat es heute Nacht geregnet, jetzt ist Sonne-Wolken-Mix, es ist windig, es ist abgekühlt, es ist herbstlich geworden, die Blätter fallen. Ja, und jetzt beginnt die schöne Zeit auf Mallorca. Jetzt im herbstlichen Wetter entfliehen in Deutschland und ab nach Mallorca. Klare Empfehlung.
rechnet etwas, wir haben jetzt mehr als 4,5 Stunden, 4 Stunden 40 ungefähr, klein bisschen darüber, also das ist bisher mein längster Flug. Weil wir so spät hier angekommen sind, mussten wir jetzt hier abgeholt werden und konnten nicht andocken an die Brücke. Da bin ich raus. Ja, wir sind mit dem Bus abgeholt worden eben, konnte ich nicht mehr sprechen und mussten dann auf diesen Bus nochmal 20 Minuten warten. Das heißt, ich war jetzt über 5 Stunden im Flugzeug. Wahnsinn. Also das ist ein neuer Rekord für Mallorca, Hamburg. Normalerweise so 2,5 Stunden ungefähr. Mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Das ist schon eine Wahnsinnszeit. 5 Stunden. Also mir fehlen jetzt über 2 Stunden fehlen mir jetzt, die ich eigentlich geplant hatte mit sinnvoller Arbeit. Jo, jetzt nur noch schnell raus. Ich werde jetzt hier im Laufschritt den Flughafen verlassen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Es geht jetzt hier mit der S-Bahn nach Hause. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert bitte gerne Georgies Kanal. Hier alle laufen. Abonniert Georgies Kanal und ja, vielen, vielen Dank an die ganzen Stammfollower für die super Unterstützung. Ich sage Tschüss, Adios und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgies Kanal. Servus aus Hamburg. Ach ja, und freut euch auf die nächsten Videos. Es kommt morgen bestimmt was. Vielen Dank.